So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, es ist wie verhext, jetzt ist es eine ganz andere Zahl, die ich einstellen muss, damit es nicht asynchron ist. Es ergibt keinen Sinn, aber der letzte Part war wieder leicht asynchron. Ich habe es gerade jetzt wieder getestet. Es nervt mich langsam, aber ich kann es halt nicht ändern. Es muss passen. Ich springe jetzt und der Ingame-Sound muss auch passen. Ich habe es gerade getestet, gerade hat es immer wieder funktioniert. Also, gehen wir hier raus. Und spielen endlich die Level von euch in Anführungszeichen. Dabei geht's los mit, genau, Relaxed Red Coins von Boosbo. Na, das ist das Erste. Genau, wir machen einfach der Reihe nach. Und da der mich ja jetzt nicht auf Deutsch hört, vielleicht guckt er es so, aber ja. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich habe den Text nicht gelesen. Ach Mist. Aber ich wette, es ist wieder so schön flüssig wie alles andere auch bei ihm. Gucken wir mal, wie weit wir kommen und wie gut wir vorankommen. Also da muss ich direkt rüber, dann hier rüber und dann da hoch. Okay. Okay, er hat schon mal Challenge-Räume gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Also es gibt jeweils insgesamt dann 8 Challenge-Räume. Schauen wir mal, wie lang die so sind. Das war natürlich nicht so smart. Da muss ich mich jetzt aber dran gewöhnen, dass ich nicht einfach Dings drücke. Was wollte ich sagen? Ah, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay, die sind echt kurz. Das ist cool. Start und also, dass ich nicht neu starte. Sehr schön. Nächster Challenge-Raum. Ich fände es cool, irgendeinen auf Anhieb zu schaffen. Mal gucken, ob irgendeiner... Der ist es schon mal nicht. Der ist es schon mal nicht. Aber das wäre jetzt auch eine... Also ich würde jetzt gerade fast vermuten, die Hitbox war gerade echt merkwürdig. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich einfach mich verguckt? Ich bin doch weit hinter dem Muncher. Okay, jetzt bin ich direkt auf dem Muncher gestorben. Aber gerade eben bin ich schon so... So mit dem letzten Stück meines Oberteils hängen geblieben am Muncher wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, oh Gott. Der Sprung ist interessant, ne? Da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht... Oh, da muss ich später springen. Okay. Da muss ich etwas später springen. Und dann war er zu... Oh Gott. Dann war er zum Glück gnädig und hat da eine Wand hingebaut. Ganz links. Da kann ich also, glaube ich, einfach nach rechts... links dann drücken. Dann sollte das funktionieren. Uiuiuiui. So. Ups. Okay. Also ein bisschen spät. Ah, das muss ich... Ich muss noch viel weiter den fallen lassen. Trau mich das immer nicht. Ich traue mich das immer nicht so richtig. Hopp. Zack. Okay. Und zack. Und... Oh Gott, es reicht nicht. Es reicht. Nein. Ah, die Sprünge sind ganz schön kritisch. Wow, wow. Aber es ist mal eine etwas andere Art von Level bei ihm, ne? Es ist, sonst hatten wir immer so große Wege gehabt und jetzt sind so relativ kleine Räume. Das meinte ich, da kann ich einfach rüberdrücken. Sehr schön. Und zum Glück auch hier wieder. Wir kriegen ja den Dings, aber er musste das ja auch wieder alles am Stück spielen. Wie schafft ihr das nur als Ersteller? Und ja, ich weiß, er hört mich hier nicht. Oh, das war... Ich habe nicht dran gedacht, dass ich den mitnehmen kann. Ich war irgendwie, jetzt war ich jetzt auf SMB 1 und dachte, ich kann den nicht mitnehmen und wollte einfach nur drauf springen. Oh, ich bin ins Falsche. Oh Gott, was? Ach so. Ich dachte, ich muss einen Shelljump machen, ich muss das nur werfen. Alles gut. Kein Shelljump. Alles gut. So, wo war ich jetzt gerade drin? Ah, also war ich unten vorhin eigentlich. Ups. Und jetzt? Das wird nicht reichen! Ach so.
Ah. Verstanden. Got it. Zack. So, wo führt eigentlich die Röhre hier hin? Oh, das sind die anderen... okay, es sind alle... Ach, es sind ja 6. Ich hab 8 gelesen. Ach, es sind ja 6 Stück. Ach, verstanden. Okay. So, den muss ich bestimmt bis ans Ende eskortieren. Oder irgendwohin zumindest. Ach so, damit ich wieder rauskomme. Das wäre jetzt bitter, den kaputt zu werfen. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir nur noch die Röhren vor uns. Ab dafür. Den muss ich bestimmt mitnehmen. Jo. Und dann ein beherzter Sprung hier rüber. Sehr schön. Und dann ist da oben noch die andere Tür. Jetzt verstehe ich den Aufbau. Hopp. Und da rein. So. Hoppala. Ah. Not like this. Schade, kein Raum auf Anhieb geschafft. Und er musste das alles am Stück spielen. Aber ja, gut. Hier kann ich es mir jetzt fast noch eher vorstellen als, keine Ahnung, bei dem Chosen Level, wo ich halt nicht mal die Räume... Oh mein Gott. Wo ich halt nicht mal die Räume, nicht einen Raum geschafft habe. Nicht einen einzigen. Busbo ist zum Glück da sehr, sehr, sehr freundlich. Nice. Oh, das reicht nicht. Ich hab's gemerkt beim Sprung. Okay. Okay, okay. Wir kriegen das hin. We can do this. Hoppa. Und hoppa. Ah, nicht schon wieder. Ist das schon wieder so lange her, dass ich aufgeladen habe? So. Aber wenn es jetzt erst anfängt, die Meldung zu... falsch. Nein! Ach, jetzt muss ich nochmal irgendeinen Raum spielen. Nehmen wir den hier. Oh, ich bin so eine Nuss. So verlängert man sich das Spiel. Ei. Nicht durch die Röhre gehen. Nur Checkpoint und ab durch die Tür. Ah, okay. Und dann ist auch direkt Ende. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Prima. Na, so. Wunderbärchen. Alles klar, das war das erste. Weiteres gibt's aktuell nicht. Relaxing with Coins, Infinite Checkpoints and 6 with Coins. Jump on Koopas twice to grab Shell. Ah, da steht Zucker. Okay. Dann, Fabi hat Ganon erwachen lassen. Take this. Bonusmusik. Das heißt, er hat hundertprozentig natürlich das Schwert eingebaut. Wir spielen auch im SMB-Stil. Und er hat sich auch schon eine Ninja-Mütze aufgesetzt. Und da ist es auch schon. Dö. Ah ja. Ach, da schießt ein Pfeil hoch. Flop. Da muss ich auch was hochschießen, oder? Nee. Da fliegt da irgendwas durch die Gegend. Gut, wir machen erstmal die einzelnen Räume, würde ich sagen. Kann ich den einfach... Nee, kann ich nicht einfach abschießen. Das ist Quatsch. Einen kann ich, aber dann geht nur einer weg. Ach so.
Ach so. Habe ich viel zu kompliziert gedacht. Das war... Ich habe wirklich viel zu kompliziert gedacht. Eieiei. Okay, da muss ich auch was reinpfeffern. Ja, das so nicht. Aber so ähnlich. Geht das? An dem Pfeil kann ich auch nicht durchschießen. Wait. Kann ich? Nein. Ach, warte. Vielleicht mit dem Schwert. Ey, das ist echt cool, ne? So, jetzt können wir hier wieder raus. Die zwei Coins haben wir. Ist da oben irgendwas passiert? Irgendwas ist explodiert. Da oben war... Dieser Stein da oben war gar nicht für uns bestimmt, sondern für... Ah, halt, stopp. Nice. Nice. Okay, krieg ich neues Schwert, falls ich Quatsch mache. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Ich will das Eis damit kaputt machen, ne? Huch. Ja, so auch nicht. Muss ich das timen? Upsi. Ah, die explodiert ganz schön fix. Aber wenn ich sie werfe, nicht. Aber Hoch und Y sind Bomben. Also ich soll hier schon Bomben einsetzen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Aber ich... Hey, ja. Ah, jetzt... Also doch so, dass die runterfällt. Aber wie komme ich dann an die Münze ran? Ach, die sammle ich durch die Explosion mit ein. Jetzt kriege ich hier mein Leben. Sehr schön. Aber ich muss mich schicken, denn Ganon ist ja erwacht und der hat nur noch 79 Sekunden hier. Okay, Checkpoint. Aber dann ist es hier Ganon. Du bist Ganon. Hallo. Stirb. Achso, eigentlich wäre das zum Aushalten gewesen, aber ich habe es jetzt anders gemacht. Ja gut, auch in Ordnung. Ich habe ihn selber besiegt. Yay! Hyrule is saved. Sehr schön. Und da oben sind noch irgendwelche Leben. Jawohl. Gut. Zeit für eine Münze hatten wir auch noch. Ah, und jetzt gibt es noch die Bonusmusik, die mich meine Zeit kostet. Oh, oh. Aber cool gemacht. Oh Gott. Ich hatte Bedenken, aber es hat funktioniert. Im Notfall hätte ich jetzt die den Pau, glaube ich, mit dem Schwert zerstören können. Und hätte dann durchlaufen können. Aber hat ja funktioniert. Hat ja zeitlich gerade so funktioniert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schönes Level. So. Spikeball Valley. Das von Frank. Der hat also jetzt zu den Spikeballs was gebaut. Okay. Schauen wir mal, was Frank so gebaut hat. Der guckt mich jetzt ja nicht, aber dem seine Level fand ich bisher immer ganz cool, deswegen sind die auch damit dabei.
Und es sind nicht nur Spikeballs, es sind auch Pokies. Und jetzt muss ich die hier selber abrollen lassen. Auf die Schneepokies kann ich ja draufspringen, auf die bestimmt nicht. Ich probiere das gar nicht erst aus. Wow, 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 da kommt noch eine raus. Da kommt auch noch eine raus, natürlich. Ah, das ist jetzt auch wieder interessant. Ich dachte, die machen die kaputt, aber es machen da nur die Großen. Oh, der kommt zurück. Oh Gott, das ist ein knapper Sprung. Okay, Poki, tschüss. Okay, Poki macht nicht tschüss. Aber wenn ich da dran jetzt sterbe, ne? Okay, Checkpoint. Sehr gut. Und jetzt so werden hier die Pflanzen einfach so weggerollt. Ich roll mich selber gleich weg. Null. Huch. Da stirbt einfach irgendwas da drüben. Das ist okay. So, also, einfach hier. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so blöd gestellt habe. Oh, der da drüben muss weg. Das ist ganz wichtig. Okay, jetzt ist er weg. Weg genug. Oh Gott, wohin rollen die dann? Zu mir, alle zu mir. Okay. Oh, war ja. Knappe Sprünge sind nicht... Oh, der kommt nicht zurück. Ich dachte, der kommt zurück, aber tut er nicht zum Glück. Oh nein, ich hab... Ah, ich dachte, ich komme noch hoch. Ich dachte, ich komme noch hoch. Okay. Interessant, wie es einmal zwei wegnimmt und manchmal auch nur eines. Okay. Lass das. Nö. So, jetzt kommt die kritische Stelle hier wieder. Okay, diesmal haben wir das. Der rollt hin und her. Und der... Oh Gott, ich dachte jetzt gerade, der erwischt mich. Eieiei. Oh Gott, Hilfe. Mama. Oh nein, was ist das denn? Oh Gott, das ist kritisch. Das ist... Kann ich da... Ich kann da... Ich rutsch da nicht. Ich kann da stehen. Dann ist es doch nicht so kritisch. Ich dachte jetzt, ich rutsche da so ein bisschen rum. Okay, und jetzt rollt der Große uns hier in den Abgrund. Aua. Ich hätte drunter durchgemusst. Okay. Das ist ein cooles Level für die Spike-Dinger und für die Pokies. Also echt schön eingesetzt gleich die neuen Sachen. Das lässt so viele coole neue Challenges zu. Ne, wie hier zum Beispiel diese Flucht. Oh Gott. Oh Gott. Zu langsam. Nein. Too slow. Okay. Nein. Oh, das rein. Ich muss da unten drunter durch. Es geht nicht anders. Oben drüber funktioniert nicht. Aber da muss ich aber echt fix sein. Da muss ich aber echt fix sein. Nein. So viel zu fix. Direkt rüber. Keine Müdigkeit hier vortäuschen. Das war vorhin zu knapp. Da haben wir es vorhin nicht geschafft. Jetzt sind wir viel schneller. Und da ist das Ziel. Habe ich gerade gar nicht wahrgenommen, dass da das Ziel ist. Ich wollte einfach drüber über beide und dann ist da das Ziel. Puh. Okay. Also sind wir vorhin knapp vorm Ziel gestorben. Das ist natürlich auch wieder typisch. Sehr schönes Level. Sehr, sehr, sehr schönes Level. Okay. Ja, beenden natürlich. Gut. Die zwei machen wir dann beim nächsten Mal. Ich kann jetzt nicht zu viel aufnehmen. Ich muss ein bisschen kürzer machen. Sorry. Ich hoffe, das ist okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.